Vers 41. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der als das höchste Wesen in seiner Eigenschaft als Erhalter aller Existenz das absolute substanzielle Prinzip ist und dessen äußere Energie die drei materiellen Eigenschaften Sattva, Rajas und Tamas verkörpert und das vedische Wissen hinsichtlich der materiellen Welt verbreitet. Erläuterung: Die aktive materielle Eigenschaft Rajas, Leidenschaft, bringt die weltliche Schöpfung hervor. Die Eigenschaft Sattva, Tugend, das weltliche Bewahrungsprinzip, steht zusammen mit Rajas für die Erhaltung der so geschaffenen Wesen und die Eigenschaft Tamas, Unwissenheit, repräsentiert das Prinzip der Vernichtung. Das mit den drei materiellen Eigenschaften vermischte substanzielle Prinzip ist von weltlicher Natur, wohingegen die unvermischte Substanz transzendental ist. Ewiges Dasein ist die Grundeigenschaft des absoluten Wesens. Nur die Person, deren ureigene Gestalt in dieser Essenz weilt, ist von unverfälschter Natur, überweltlich und frei von allen materiellen Eigenschaften. Diese Person, der urerste Herr, ist kognitive Glückseligkeit. Es ist die irreführende Energie, die das von den drei weltlichen Eigenschaften handelnde regulative Wissen, in Klammer die Veden, konzipiert hat.